Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und für euch gibt's heute von Orion Effekte den Deluxe Motor Fuzz. Let's go! Also, heute der Deluxe Motor Fuzz. Es ist wieder ein Pedal von Orion Effekte. Für die Leute, die die anderen Videos noch nicht gesehen haben, wir haben es wieder mit einer Boutique-Firma aus Deutschland zu tun, die wirklich in Kleinstarbeit sehr hochwertige Pedals herstellt und das unter dem Namen Orion Effekte. So, der Motor Fuzz oder der Deluxe Motor Fuzz ist ein Pedal, was ich schon mal spielen durfte, nämlich mit Henning Pauli von HP42. Und wir hatten damals, ich weiß das noch, wir hatten die Orion Effekte vorgestellt und als letztes dann das Fuzz-Pedal, weil wir sind beide keine großen Fuzz-Fans gewesen und wir haben das Pedal ausprobiert und wir waren etwas fassungslos. Also ich war auf jeden Fall ziemlich fassungslos, weil sowas hatte ich von einem Fuzz-Pedal einfach noch nicht erlebt. Und heute darf ich nochmal vielen Dank dafür an Jan auch meine eigene Demo dazu machen. Und ja, das Deluxe Motor Fuzz ist im Prinzip ein Germanium Fuzz-Pedal, also es arbeitet mit Germanium-Transistoren und wir haben vier Regler erstmal ganz grob drauf. Wir haben Pegel. Pegel ist ganz einfach die Lautstärke, die Output-Lautstärke. Dann haben wir Klang, das ist der Tone-Regler, also da geht es natürlich dann von mehr bassig zu sehr höhenreich bis hier so ziemlich broken. Dann haben wir Verzerrung, das ist ganz einfach der Gain oder der Sustain-Regler. Und dann haben wir, und das ist jetzt, hier kommt jetzt auch dieses Deluxe zum Tragen, nämlich gibt es auch noch den normalen Motor Fuzz. Und wir haben beim Deluxe jetzt nämlich den Dämpfungsregler, der regelt, das ist ganz einfach eine Dämpfung vom Input-Signal, also hier wird das dann wesentlich cleaner. Und wenn man die Dämpfung voll reinmacht, ist es natürlich dann wesentlich, geht es dann halt voll auf die Fresse. Und dann haben wir hier noch Mode 1 und 2. Im Mode 1 haben wir natürlich den normalen Motor Fuzz Sound und in Mode 2 wird das Ganze dann einfach nochmal wesentlich rotziger, dicker, hat mehr Gain und in den Voll Gain Settings ist dann schon ordentlich, da geht schon ordentlich was. Jo, ansonsten haben wir natürlich wieder eine super, super geile Lackierung und das muss ich jetzt auch mal sagen, von den ganzen Orion Effekten, die ich bis jetzt gesehen habe, hat das Pedal mit Abstand das geilste Aging, was ich. Also es ist so geil, das ganze Pedal ist mitunter, der ganze Lack komplett abgeranzt und ah, es sieht einfach geil aus. So, dann haben wir noch eine Status-LED, die ist einstellbar, kann man von Studio auf Live umstellen, das ist ganz einfach die Helligkeit. Dann haben wir ein Input und Output und wir haben natürlich auch eine Möglichkeit mit einem Netzteil das ganze Pedal mit 9 Volt zu betreiben. Es verbraucht 2,9 mA und im Bypass 1,8 mA, also ist es wirklich sehr wenig. Und wir haben natürlich noch True Bypass. Und ansonsten schaut man dann nochmal auf die Rückseite, sieht man natürlich wieder den Stamm zu einem Boutique-Pedal, nämlich ganz einfach mit Unterschrift und handgeschriebener Seriennummer, handgeschriebenen Herstellungsdatum, also es ist schon wieder mal ziemlich geil. Ja, und dann halt mit dem Gold, das ist einfach schön. Jo, ich würde sagen, wir hören uns das Ganze jetzt einfach mal an. Dafür gehen wir mit meiner Telecaster direkt in das Schätzchen hier rein und das geht dann in den Clean-Kanal von meinem JCM 2000 TSL 60 in ein 212er Marshall Cap und das Ganze wird dann mit einem E6 und einem direkt ins Interface befördert. Jo. Und ansonsten hören wir es uns mal an. Viel Spaß. We'll be right back.
So, so viel zum Sound. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Das Pedal ist einfach für ein Fasspedal vor allem unfassbar flexibel. Also wie man gehört hat, ich kann wirklich so Low-Gain-Sachen machen, da hört man fast nicht, dass es ein Fass ist. Wenn man so in diesem, also vor allem jetzt hier so im Input 1, dreht die Dämpfung runter, kommen richtig schön klare Rock-Sounds raus, also dann dreht man das Dämpfung und alles auf und hat und noch Klang am besten, dann hat man so richtig diese gebrochenen Sounds oder dann auf 2 geht mit Klang zurück, hat man so diese Eric Johnson richtig schön runden und sinkenden Lead-Sound. Also es ist einfach, das Pedal kann so schweinisch viel, es ist unfassbar. Es ist super Qualität, ihr könnt damit unfassbar viele Sounds abrufen. Der Preis liegt, glaube ich, bei 259 Euro momentan. Das kann sich aber auch immer wieder ändern. Aber 259 Euro für eine Riesenpalette an Sounds mit toller Verpackung im Jutesack, mit Plektrum, mit Sticker und das ganze Gesamtpaket. 5 Jahre Garantie gewährt Jan auf seine Pedals. Ich meine, das Pedal hat mich eigentlich schon neben dem Western Drive eigentlich mit am meisten fassungslos gemacht. Ja, einfach great job und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Pedal so geben und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, unten ist der Abonnier-Button. Da könnt ihr gerne unseren Kanal, nämlich von Jochen und von mir und von Jule, die da hinten sitzt, abonnieren und jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Thank you.